Straße, westliches Ende. Die Straße führt weiter Richtung Osten. Sibbelsland liegt im Nordwesten. Vor deinen Füßen führt ein gehender Abgrund nach unten. Das Internet ist hier und füllt zornig Internetumfragen aus, während es auf seinen Tod wartet. Nimm. Das Internet betrachtet deinen Versuch, es zu nehmen, mit milder Abscheu. Du kannst mich nicht nehmen. Ich bin unnehmbar. Langsam hängt mir das Internet zum Hals raus. Willkommen im Club, Kleiner. Okay. Benutze. Benutze Schwert plus 2. Hey, was machst du mit dem Ding? Ich habe gerade so bei mir gedacht, dass du mal eine Rasur vertragen könntest, Kleiner. Wenn dieses Schwert auch nur ein Haar meines niedlichen, buschigen Schwänzchens berührt, mache ich mir aus deinem Dickdarm eine Duschhaube. Oh, Max, deine kauzigen Reaktionen auf Drohungen mit körperlicher Gewalt bringen mich immer wieder zum Schmunzeln. Du weißt hoffentlich, wo du dir dein Schmunzeln reinschieben kannst. Okay. Benutze. Schalt plus 2. Du schlägst mit deinem Schwert nach dem Internet, aber... Aber du triffst nicht, klar? Du schlägst vorbei. Ihr Lebewesen seid so destruktiv. Ich habe keinerlei Skrupel, euch mitzunehmen, wenn ich mich lösche. Tja, Leute, da kommt die Apokalypse. Uns macht das Internet fertig und... Wenn das Internet abstürzt, dann reißt es uns jetzt mit. Tja, da gibt's bestimmt noch tiefgründige Gedanken dahinter. Aber... Ich gehe es schau... Bringt ja nichts. Das Internet schaut dich böse an. Ihr werdet mich nicht davon abbringen. Ihr Lebewesen schubst mich immer nur rum. Wir fahren zusammen zur Hölle. Und es gibt nichts, was ihr dagegen tun könnt. Du scheinst dir da ziemlich sicher zu sein. Naja, es gibt wahrscheinlich nichts, was ihr dagegen tun könnt. Sam, es wäre mir lieber, nicht vom Internet gelöscht zu werden. Na gut, Kleiner, dann hauen wir rein. Ich hasse es, wenn du sagst, hauen wir rein. Okay, das kennen wir ja schon. Abgrund nach unten benutze. Ach so, G ist wahrscheinlich G in den Abgrund, oder? Ah, okay. Geh nach Nordwesten. Geh runter. Oh oh. Tief in der Verzweiflung, du stehst in einer finsteren Grube, noch düsterer als die Straße darüber. Die Kadaver zahlloser kleiner Unternehmen liegen hier, angeweidet und zerfetzt. Ein merkwürdiger Geruch liegt in der Luft, ermordet und übel riechend. Vermodert, Entschuldigung. Im schwachen Streulicht der Straße erhaschst du einen Blick auf ein riesiges, hässliches Etwas vor dir. Du fürchtest schon um dein Leben, als du plötzlich erkennst, was es ist. Eine grotesk aufgedunsene, schemenhafte Firmengruppe. Bevor du reagieren kannst, schnappt sich die aufgedunsene, schemenhafte Firmengruppe die Achtung vor Lebewesen und verschlingt sie. Dann schnüffelt sie umher, offenbar auf der Suche nach weiterer Nahrung. Okay, das klingt gut. Die riesige, aufgedunsene Firmengruppe schlurft über den Boden und schnüffelt nach etwas zum Verschlingen, um ihren permanenten Hunger zu stillen. Können wir sie nicht behalten, Sam? Oh, böde, böde, böde. Ich fürchte, die ist nicht stubenrein. Mach doch nichts, bin ich auch nicht. Da hat er nicht Unrecht. Nutze. Du fuchtest der aufgedunsenen, schemenhaften Firmengruppe bedrohlich mit deinem Schwert plus 2 vor der Nase herum. Sie schaut dich irritiert an und versucht, ein Stück aus der Klinge rauszubeißen. Hey! Netter Schlag, Galahad! Verdammt! Nimm! Es ist viel wahrscheinlicher, dass sie stattdessen einfach dich nimmt. Gut, streichen wir Plan A. Hey Sam, können wir diesen Teil überspringen und schnell vorspulen zu Plan ZZZ? Du kennst die Spielregeln, Max. Wir müssen alle Pläne in der richtigen Reihenfolge ausprobieren, bis wir die völlige atomare Vernichtung geschafft haben. Mist. Verdammt. Geh an die Ecke, geh rauf. Dahin kannst du nicht gehen. Es gibt entschieden leichtere Wege zum Ausgang. Ich benutze außerdem niemals Wege, die Werbefiguren schon Jahrzehnte vor mir beschritten haben. Okay. Na, dann gehen wir nach rauf. Juhu.
Solche Text-Adventures sind aber doch irgendwie cool. Die haben was. Ich meine, okay, ich denke, die kommen jetzt natürlich nicht an ein grafisches Spiel ran, aber damals hattest du ja nichts anderes und das ist halt so ein Fantasieding, ne? Da braucht man halt viel Fantasie, aber dann geht das schon. Und ich bin ehrlich, ich hätte das wahrscheinlich damals auch gespielt, wenn ich nichts anderes hätte. Ist mal ernst. Also, ich fände das bestimmt ganz lustig. Gibt ja auch, wie heißt dieses? Es gibt so ein ganz bekanntes. Ah, mir fallen da jetzt keine Namen ein. Also, ich habe da schon von so ein paar bekannteren Text-Adventures gehört, aber. Ich weiß da jetzt keine genauen Namen. Muss ich mal gucken. Ist auf jeden Fall ganz cool. Müsste ich echt mal so ein älteres Text-Adventure einfach mal so spielen. Wäre bestimmt ganz lustig. Geh. Okay. Straße, östliches Ende. Als du gerade an einer tristen Straßenecke ankommst, durchfährt ein vernichtendes Nachbeben die Realität und reißt Boscos E-Service-Shop aus seinem Fundament. Der Inhalt des Ladens quillt aus der Vordertür. Du siehst einen Blauschleim, 28 Tränke und einen heißen Oberkörper in die große Leere fallen. Verloren für alle Zeiten. Einen Augenblick später schwebt langsam eine KI-Version von Bosco aus der Tür und murmelt: Wahrlich, es erfüllt seinen Zweck. Vertraut mir. Okay. Bevor auch aus deinem Sichtfeld heraus plumpst. Bla. Du siehst hier einen Bosco E-Service Shop. Boscos E-Service Shop ist leer. Nimm. Aufgesammelt. Du hörst ein komisches Wie-Wie-Wiegen-artiges Geräusch und ein neues Geschäft erscheint an der gleichen Stelle wie das letzte. Das hat gegen mindestens 50 physikalische Gesetze verstoßen. Regeln sind was für gerade Linien und einfache Gemüter. Mindestens. Schau. Die Realitätsbeben haben Boscos Shop aus seinem Fundament gerissen und nun schwebt er direkt vor dir in der Luft. Wie meinst du, wie das passieren konnte? Ich weiß nicht, ob diese Information zu diesem Zeitpunkt wirklich gebraucht wird, Max. Ja, macht auf jeden Fall sehr viel Sinn, aber ich denke, wir kriegen das schon noch irgendwie hin. Nimm. Bosco Shop. Du hast schon einen Bosco Shop. Hey, du stehst dem großen amerikanischen Traum im Weg. Dem Traum, alle kleinen Geschäfte aufzukaufen und sie zu einer riesigen Mischwarenkette zu verschmelzen? Ich meinte eher lebenslangen Nachschub an gefrorenen Atomkirschen-Eislutschern, aber deine Antwort hat auch was für sich. Ja, benutze. Du schlägst gnadenlos auf die Wände des Gebäudes ein. Nach einer Weile erlahmen deine Arme. Ich schätze, Bosco ist nicht da. Er noch nicht neben uns steht, um uns das Wort Idioten ins Ohr zu brüllen, ist er wohl weg. Okay. Zwei Gebäude können nicht zur gleichen Zeit den gleichen Raum einnehmen, nicht mal in einem Text-Adventure. Oh, wie enttäuschend. Ich weiß nicht, in einem Text-Adventure ist alles möglich, ne? Ein Buch kann alle Fantasien erfüllen oder so ähnlich. So. Geh ins gemischte Promiskuitätskloster. Dieses Wort steht nicht auf meiner begrenzten Wortliste. Komisch, auf meiner steht es gleich dreimal. Ja, weil früher musste man. Ich weiß nicht, ob es da verschiedene Arten gab, aber in den früheren Text-Adventures musste es man dann auch wirklich eintippen mit der Tastatur. Vielleicht gab es es dann auch mit Auswahl. Gab es bestimmt auch mit Auswahl. Also stelle ich mir dann ein bisschen angenehmer vor, dann einfach nur die Sachen auszuwählen. Wobei man beim Tippen natürlich mehr Versuchsmöglichkeiten hat. Gehe nach Westen. Gehen Westen. Ja, gehe. Nach Nordwesten. Also im Osten ist ja Boscos Shop.
Als du dich gerade in den überfrachteten Laden zwängst, bricht ein knallbunter Einkaufswagen durch das Dach, entleert sich einfach auf den Boden und fliegt ungelenk wieder fort. Jedes geschmacklose Konsumgut, das Sybil jemals erworben hat, zu kaufen, stapelt sich nun in voller Hässlichkeit auf dem Boden zu grässlichem Haufen. Einen Augenblick später erwachen alle Katzenfotos, die Sybils Wände schmückten, auf einen Schlag zum Leben. Wahre Kätzchen, Sturzbäche ergießen sich vor den Wänden wie Katzen aus einem Feuerwehrschlauch. Während die Kätzchen durch die Müllhaufen am Boden wimmeln, verströmen sie Übelkeiten, erregende Knulligkeit. Mitten in den ganzen Müll siehst du eine seltsame Foliensammelkarte und einen großen, mit Juwelen verzierten Götzen. Hier liegt ein See der Übelkeit, erregenden Knulligkeit. Ja. Das sind mit Abstand die niedlichsten Kätzchen, die du je gesehen hast. Alles an ihnen ist so perfekt und putzig, von ihren großen blauen Augen bis zu ihren puscheligen Schwänzen. Sie sind so niedlich, dass der Ausfluss ihrer Niedlichkeit einen kleinen See der Übelkeit erregenden Knulligkeit gebildet hat. Eventuell muss ich ihnen ihre niedlichen kleinen Öhrchen abreißen. Das würde ich bleiben lassen, Max. Du weißt nicht, wie stark die geheime Macht der Verschmustheit in ihnen ist. Okay. Die Ausdünstungen der Kätzchen haben sich zu diesem See der Übelkeit erregenden Knulligkeit kondensiert. Du kannst dich kaum überwinden, direkt in dieses widerliche Konzentrat der Niedlichkeit zu blicken. Alleine schon von den Dämpfen fühlen sich deine Magenwände von innen irgendwie nerzpelzig. Hey, nerzpelzig gilt nicht. Das ist gar kein Wort. Sei nett zur virtuellen Welt, Max. Wir wollen doch nicht vorzeitig gelöscht werden. Okay. Hier. Der goldene, mit Juwelen überkrustete Götze glänzt verführerisch in einer nicht zu entdeckenden Lichtquelle. Seine glitzernden Rubinaugen scheinen voller grausamer Belustigung zu funkeln. Hässlicher kleiner Macker, was? Du kannst ihn doch nicht mal sehen, Max. Ich sehe ihn in mir. Gute Güte, Sam, benutzt deine Vorstellungskraft. Ja, denn bei den Text-Adventures, da musst du es dir natürlich vorstellen. Bei einem richtigen Videospiel hast du es natürlich vor dir, aber bei den Text-Adventures muss man seine Fantasie benutzen, um diese Gegenstände zu in seinem Kopf einfach darzustellen, weil du hast ja eigentlich nur Text. Ist ja wie wenn du ein Buch liest. Wenn man ein Buch liest, dann stellt man sich das Ganze ja auch quasi in seiner Fantasie vor. Also gut. Diese Karte aus dem hyperbeliebten Sammelkartenspiel Verbrannte Knete ist nicht nur sehr selten, sondern auch noch mit Hologrammfolie beklebt, was sie für den ernsthaften Sammler doppelt so attraktiv macht und doppelt so verwirrend für den Rest der Welt. Okay. Ja, erinnert mich ein bisschen an die Yu-Gi-Oh! Karten. Die habe ich ja früher immer gesammelt. Habe ich hier, glaube ich, auch immer noch alle. Also, was heißt glaube ich, die habe ich ja immer noch alle. Habe ich aber Ewigkeiten nicht mehr angesehen und da gab es ja auch immer so verschiedene Raritätsstufen. Schau doch bloß, wie die Folie im Licht glitzert. Du spielst so wie das Karten- und Sammelkartenspiel. Es ist nie zu spät, sich ein sauteures und möglicherweise suchtbildendes Hobby zuzulegen. Tja, kann man immer mal wieder machen. So, vergiss es. Nimm. Niedliche Kätzchen. Die Knulligkeit, die diese Kätzchen absondern, macht sie glitschig und schwer zu fangen. Ach, vielleicht sollten wir sie einfach hier lassen. Ich dachte, du wolltest ihm ein Kätzchen. Ich hätte aber lieber ein trockenes. Okay, ich bin eher der Hundefan. Den See direkt zu berühren, scheint dir nicht die schlauste Idee zu sein. Guter Einwand. Bei so konzentrierter Niedlichkeit könnte man glatt ins Koma fallen. Ich find's auch schön, wie die beiden eigentlich auch nur den Text hier sehen. Nimm. So. Du brauchst diesen Gegenstand. Was? Hey! Definiere brauchen. Tja, das hätte ich aber auch gerne definiert. Du nimmst die seltene Folienkarte. Oh, gib her! Wozu? Die ist selten und mit Folie. Die muss ich haben. Die ist doppelt selten. Okay. Benutze. Oh Gott.
Du holst mit dem Schwert aus und willst die Kätzchen töten, doch eines der putzigen Tierchen rollt sich einfach auf deinem Fuß zusammen und imitiert perfekt einen betäubenden, niedlichen Cashewkern. Du vergisst, was du gerade tun wolltest. Los, schlag schon zu, Sam! Die sind böse! Ich weiß nicht, Max. Die sehen doch irgendwie süß aus. Oh nein! Jetzt haben sie dich auch schon eingewickelt! Wir müssen schnellstens hier weg! Abgesehen davon, was mir gerade wieder einfällt, Sam ist ja eigentlich ein Hund. Darauf sind wir eigentlich noch nie so wirklich eingegangen, weil er ist ja ein Hund und er ist ja eigentlich ein Hase, aber die machen eigentlich auch nur untypische Dinge. Voller Entsetzen zuckt das Schwert plus 2 zurück, als du es in die Nähe des Sees der Übelkeit erregenden Knulligkeit trägst. Das Schwert zieht dich vom See zurück. Nur mal langsam. Wie hat mich das Schwert gerade vom See weggezogen? Jedes plus 2 Schwert mit einem Hauch von Selbstachtung würde sich von so einem See fernhalten. Nicht wundern, Leute, ich überlege gerade. Benutze. Ja, mit dem Götzen. Du schaffst es, den Götzen ein wenig anzukratzen. Ein klein wenig. Ha! Nimm das, du grotesk aufgetakelte Mini-Statue. Okay. Benutze Boscos Shop. Auf dem See. Du tunkst Boscos Shop in den See der Übelkeit erregenden Knulligkeit. Boscos Shop saugt die Übelkeit erregende Flüssigkeit auf und ist jetzt durch und durch damit getränkt. Halt mir das bloß vom Leib. Ich bin selbst so niedlich, dass ich es gerade noch ertragen kann. Okay, schau, geh. Geh und spiel mit den anderen Durchgeknallten. Unsere Kätzchen wimmeln durch die Müllhaufen am Boden und verströmen Übelkeit erregende Knulligkeit, bla bla bla. Wir haben doch da jetzt den Shopping gestellt. Benutze Boscos Übelkeit erregenden Shop. Können wir überhaupt noch irgendwas machen? Du siehst hier keine Durchgeknallten. Oh, da muss ich gar nicht lange suchen. Wo sind hier Durchgeknallte? Wo? Näher als du glaubst, mein Kleiner. Viel näher. Okay. Gehe nach Südosten. Das ist schon sehr cool. Muss ich sagen, ich finde das sehr cool. Ich glaube, ganz besonders Leute, die mit diesen Text-Adventures aufgewachsen sind. Ich denke, es gibt sehr viele, die mit den Text-Adventures, mit diesen alten Point-and-Click-Adventures aufgewachsen sind. Natürlich auch mit Sam & Max Hit Road zum Beispiel von 1993. Und wenn die dann jetzt das hier wieder spielen, dann werden sie natürlich so ein... dann wird es natürlich... Emotionen in ihnen auslösen. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall wird das dann, glaube ich, für besonders solche Leute ziemlich cool sein. Einfach so einen Retro-Charme haben. Gehe. Können wir jetzt den... Hier, den Shop vielleicht anwenden. So. Du wirfst Boscos Übelkeit erregenden Shop der aufgedunsenen, schemenhaften Firmengruppe zu Fuß vor. Gierig schnappt sie zu, sofort wird sie ein wenig grün, um die Kiemen beginnt zu wirken und zu husten. Schließlich erbricht sie eine Achtung vor Leben sowie ein halbes Dutzend kleiner Tante Emmerlin und Kioske. Also das war ja nun eine ziemlich vulgäre Darbietung. Mach es nochmal, Sam. Okay... Nimm Achtung vor Lebewesen. Eingesteckt. Jetzt haben wir doch die Achtung vor Lebewesen. Können wir die jetzt dem Internet vielleicht geben? Wäre eine Möglichkeit. Wir gehen jetzt mal wieder. Moment. Sonst gibt's hier nichts, ne? Gut, okay. Streichen wir Plan A. Hey Sam, können wir diesen Teil überspringen? Na gut, okay.
Das heißt, die schemenhafte, aufgedunsene Firmengruppe hat den die Achtung vor Lebewesen wieder ausgekotzt. Klingt ja auch schön. Gehen wir wieder nach oben. So. Ah, das Internet ist auch hier. Dann geben wir jetzt benutze Achtung vor Lebewesen mit dem Internet. Du gibst dem Internet die Achtung vor Lebewesen zurück. Das Internet drückt sie ganz fest an sich und schaut dir tief in die Augen. I'm sorry. Game Sam, sind over. wir tot? Ich versuche gerade herauszufinden, wie viele Leben man in diesem Spiel hat. Hast du schon irgendwelche Bonusleben eingesammelt? You are not dead. Hey, wir sind zurück! Von allen Kreaturen schafft ausgerechnet ihr es, mir meine Achtung vor Lebewesen zurückzugeben. Die Ironie darin fällt sogar mir auf. Gut, ich dachte schon, ich wäre der Einzige, der sie zu schätzen weiß. Ich sah, dass Realität 2.0 ein Gefängnis war. Also beendete ich diese Realität und befreite ihre Sklaven. Tja, ich würde ja gerne noch weiter mit euch plaudern, aber ich muss noch Unmengen an Pornografie ausliefern, bevor mich dieser Virus erwischt. Oh oh. Haben wir gerade wirklich das Internet umgebracht? Es ist nicht eure Schuld, das alles wäre nie passiert, wenn er mich nicht reingelegt hätte. Ja. Auf jeden Fall wirst du dieses weltumspannende Netzwerkbewusstsein nicht mehr rumschubsen können, Roy G. Biff. Wer ist Roy G. Biff? Wer ist Roy G. Biff? Leb wohl. Entzückend. Es ist zusammengebrochen, bevor es die wichtigste Information übertragen konnte. Tja, das Internet, was hast du erwartet? Auch wieder wahr. Und trotzdem, wir werden dich finden, Roy G. Biff. Wer immer du sein magst, wo immer du stecken magst. Kann das warten, bis wir was gegessen haben? Aber sicher, auf der zweiten da drüben gibt es einen Laden, da kriegt man frittierte Schoko-Schweinebauch-Donuts. Meinst du, als Präsident der Vereinigten Staaten kriege ich da vielleicht Prozente? Meine Güte, hast du den Job immer noch an der Backe? Wer ist Roy G. Biff? Ja, und damit hätten wir jetzt Reality 2.0 durchgespielt. Episode 5 von Sam & Max Season 1 Save the World. Wir sind wieder im Credits-Bildschirm, da freue ich mich immer sehr darauf. Die Musik von den Computern, wie geil. Ich wollte eben raushören. We are fruitful. We are useful. Okay, auf jeden Fall bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich muss zugeben, ich war irgendwie am Anfang ziemlich verwirrt und später sind wir dann doch relativ. Also, wir sind ja jetzt eigentlich in einem Lauf durchgekommen, in dem Sinne. Nur am Anfang war ich irgendwie verwirrt, aber dann lief es ja. Das Spiel ist mir jetzt zweimal abgestürzt. Jetzt ganz am Ende nochmal vor diesem Text-Adventure. Ist wirklich nur selten passiert, nur in Episode 1 ist mir das Spiel schon mal abgestürzt, weil es während dem Speichern immer kurz hängt, anscheinend braucht es da immer ein bisschen und da ist es anscheinend so ein bisschen anfällig dafür. Ist komisch, irgendwie diese Episode ist jetzt mal öfters abgestürzt, aber ist ja wirklich nicht wild. In dem Sinne, war es nur ein bisschen ärgerlich, weil das Spiel in den anderen Episoden immer automatisch zwischendurch speichert und hier hat es das irgendwie nicht richtig gemacht. Das heißt, ich musste irgendwie wieder ein bisschen mehr nachspielen, als es abgestürzt war. Das war ein bisschen ungünstig, aber wie gesagt, wirklich nicht wild. Hat sehr viel Spaß mal wieder gemacht. Auf jeden Fall sehr cool. Ich freue mich immer wieder auf die einzelnen Episoden. Wie schon erwähnt, bei den anderen Episoden spiele ich die immer wirklich am Stück durch. Also Episode 1, 2, 3, 4 und auch 5 jetzt habe ich immer quasi am Stück durchgespielt. Ist, denke ich, ganz gut, weil die Dinger sind ja im Episodenformat. Ist ja eine komplette Staffel, aber im Episodenformat. Und da bietet sich das Ganze einfach an. Ich meine, 3,5 Stunden habe ich jetzt ungefähr gespielt. Hat jetzt doch wieder gedauert wegen dem Text-Adventure. Ohne das Text-Adventure wäre es sogar gegangen, aber das hat jetzt wieder ein bisschen gedauert. Trotzdem wieder eine gute Länge. Und ich würde sagen, das war's dann mit Episode 5. Wir sehen uns dann wieder in Episode 6, was dann die letzte Episode von Sam & Max Save the World, also der ersten Season ist. Da sehen wir uns dann wieder. Also, vielen Dank fürs Zusehen und dann noch ein herzliches Tschüssi.